Und damit herzlich willkommen zu meinem großartigen Let's Play. Die Siedler 2. Seit 2 Jahren versuche ich dieses verdammte Spiel meiner Jugend, wo ich sehr viele Stunden mit verschwendet habe, endlich durchzuspielen. Und habe ich es geschafft? Nein, natürlich nicht. Naja, wir spielen jetzt in dieser Folge Nordasien. Darauf trinken wir jetzt mal ein Wodka aus Moskau, weil wir in Russland starten. Der beste Land von Welt mit bester Präsident. Also, weiter geht's. Um die Gegner zu bezwingen, müssen wir einfach nur reichlich Wodka produzieren. Dann verkaufen wir das an die und dann, ja, dann sind sie besoffen und dann, ja, dann haben wir gewonnen. So sieht's aus. Der Vorteil ist, durch genügend Wodka sind wir in der Lage, auch hier Landwirtschaft auf diesen fruchtlosen Flecken Erde anzubauen, wo normalerweise nur Leute hingeschickt worden sind zum Gulag, zur Zwangsarbeit, wenn sie sich politisch irgendwie in ihren YouTube-Kanal geäußert haben. Was ich natürlich nicht gemacht habe, deswegen muss ich nicht in Arbeitslager meine Zeit hier verbringen, sondern kann weiter Siedler 2 spielen. Genau. Ja. Als erstes baue ich natürlich diesmal ein bisschen Holzproduktion auf. Und ja, guck, dass hier irgendwo Gold ist. Mehr interessiert mich eigentlich nicht. Und ich gebe noch Cheat ein. Weil ich keine Lust habe, ewig meine Stunden des Lebens hier mit diesem Spiel zu verbringen. Sondern ich möchte das Spiel beschleunigen. History Collection spiele ich nicht, weil die ist mir da einfach zu unsicher. Ich habe keine Lust, das Ganze hier 10.000 Mal aufzunehmen. Deshalb... Oh, die Karte ist auch nicht so groß. Deshalb mache ich es jetzt so, wie ich es jetzt mache. Fertig aus, Peng. So, die Siedler sind am Bauen. Ich gucke, dass ich hier irgendwie Fische bei der Butter kriege und Gold. Und Nordasien ist umzingelt von einem dicken Eisschild. Selbst hier in Kasachstan ist es selbst im Sommer so, dass irgendwie die ganze Landschaft gefroren ist. Also schauen wir mal weiter. Was uns das Ganze bringt. Um genügend Wodka zu produzieren, müssen wir noch mehr Wodka finden. Also zum Beispiel da die Bäume. Ja, und... Futter brauchen wir hier auch natürlich. Aber das kommt gleich bestimmt. Sägewerke habe ich diesmal auch nicht vergessen. Und die erste halbe Stunde spielt jetzt recht langweilig sein wahrscheinlich. So wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo hier Gold ist. Ich habe das einmal gespielt als kleiner Junge und dann direkt verkackt hier dieses Level. Aber wen interessiert's? Deswegen mache ich jetzt hier einfach weiter. Yeah. Wo ist denn hier Gold? Erstmal müsst ihr meine tollen Militärgebäude hier besetzen. Die Farm habe ich echt schlecht hingestellt. So. Keine Ahnung, das ist eine gefährliche Stelle, da kommt es auf eine Festung hin. Ich weiß es nicht, vielleicht sind da Gegner und wenn die da sind, dann hauen sie mir direkt eine auf die Nase. Und das möchte ich einfach nicht. So, bauen wir mal alles voller Militärgebäude. Für die Wodka-Produktion. So. Gucken wir mal hier, was es hier außer Eisenerzvorräten gibt. Wer es ahnt, könnte man sagen, es gibt Erz auf dieser Insel. Die Insel bietet Erz. So, noch ein bisschen Holzproduktion. Schadet ja nicht. Und weiter geht's hier im Wahnsinn. Natürlich schicke ich hier auch Kundschafter aus. Weil es gibt hier Gegner. So komische asiatische Stämme haben sich bereit gemacht in Asien.
Nordasien. Da habe ich Angst, dass Genghis, der mächtige König und Herrscher, hier mir Stress schiebt. Und das will ich nicht, deswegen passe ich einfach auf das, was hier passiert. So. Gold ist immer noch nicht auffindbar. Da wir in Russland sind, gibt es nur rote Tafel für kommunistische Berge. Also nix. Einen Gulag kannst du hier abbauen, Eisenerz. Das ist natürlich schlecht. Und da sind schon Skelette. Also es ist auf jeden Fall irgendwie gefährlich hier. Ich zock mal weiter. Es wird nicht so schnell sein wie Grönland. Und so wie gesagt, es ist vielleicht weniger urbar, dieses wunderschöne Land hier. Wir müssen Wodka oder Gold finden, dann ist das Problem hier alles gelöst. Oh. Wow, 62%. Nur rote Schilder überall. So, Holzer machen wir jetzt genug. Ah, das ist ein lustiger Bug bei den Schneelevels. Wenn die Dinger unbesetzt sind, dann leuchtet da Licht aus dem Bergwerk. Und meine Siedler sind Kälte unempfindlich. Selbst bei den eiskalten Temperaturen können sie dank Wodka auf kurze Hose und T-Shirt hier umherlaufen. Ist das nicht toll? Sowas würde ich auch gerne können, aber ich kann es leider nicht. Muss mehr Wodka dazu trinken. Habt ihr euch auch schon jemals überlegt, warum Gegner in Computerspielen häufig die rote Farbe haben und die blaue Farbe natürlich die guten haben? Tja, die Erklärung ist ganz einfach. Die roten sind die bösen Kommunisten und die blauen sind die guten USA, die die Welt von dieser natürlich befreien. Deshalb, als Form von einfacher Indoktrination, wurde es bereits vom Imperialismus in die Computerspiele eingepflanzt, die dieses System, was letztendlich gewonnen hat, auch stürzen sollen. Genau. Das zu schwachsinnigen Sachen, schwachsinnigen Let's Plays von Siedler 2. So, keine Gegner hier, sehr gut. Machen wir mal weiter. Brauchen wir noch für Wodka Brauerei. Eigentlich braucht man keine Brauerei für Wodka. Man braucht nur Zucker, Hefe, Wasser und keine Ahnung. Und dann lässt man das Zeug gern. Weil Wodka wird diskutiert, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Wodka zu wenig aus. Muss ich mal nachlesen in Wikipedia. So, wir haben bis jetzt hier nichts. Keine Gegner, aber auch kein Gold und gar nichts. Was? Gold? Wo? Das gelbe Metall, was den Sieg bei Siedler bringt. Ohne Gold ist hier nichts los. Das ist genauso wie ohne Wodka. So, keine Gegner. Machen wir weiter hier den Kram. Wir brauchen noch schwarze Kohle. Eine gegnerische Siedlung befindet sich hier in der Nähe meiner Goldvorräte. Das ist ja katastrophal.
befürchte, es wird für mich das Ende bedeuten. Hätte ich bloß gewusst, dass hier befindet sich Gold, nicht so weit vom Hauptquartier. Gleich fängt der Kampf an. Okay, ich habe den ganzen Level falsch angefangen, aber es ist noch nicht alles verloren. Würde ich mal sagen. Da kommen die mit ihren Holzschildern. Wir übernehmen das Gebäude gleich mit großem Aufwand an Militär, weil hier ist unsere Kohle. Brauchen wir. Dass die KI hier strohdumm ist. Versuche ich das hier zu übernehmen. Ja, super. Fischen werde ich hier wohl nicht können. Ich kann es ja trotzdem versuchen. Es kommt Nachschub. Normalerweise machen die Gegner so einen dummen Scheiß wie ich jetzt. Haha. Aber das geht hier um die Strategie der verbrannten Erde. Das hat die Sowjetunion wunderbar im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen Nazi-Deutschland gezeigt, wie das funktioniert. Man greift an und zieht sich immer wieder zurück dadurch. Schafft man Abstand zum Gegner und betreibt dadurch sehr effektive Schadensbegrenzung. Und hier können wir noch eine Farm hinpflanzen, was ich natürlich sofort machen werde. So. Jetzt müsste man noch mehr von Gegnern hier mitkriegen. Kohle gefunden, Gebäude eingenommen, nicht gespeichert. Machen wir hier weiter. Ich weiß nicht, ich kann hier nicht mit zwei mit künftig angreifen, aber ich bräuchte Gold, damit das irgendwie Sinn macht. Zwar schon welches produziert in kleinen Ausmaßen. Wir haben aber keine Kohlevorräte mehr und wir haben auch keine funktionierende, sinnvolle Kohleproduktion in irgendeiner Hinsicht. So, gilt es jetzt nun abzuwarten. Mehr kann man nicht tun. Nicht mehr, nicht viel. Ah, da ist Gold. Erster aufgewerteter Soldat. Da ist noch mehr Kohle und Gold. So, machen wir mal weiter und hoffen, dass die Aufwertung bald loslegt. Da seht ihr nochmal den Bug. Die wunderschönen Minen haben hier keine Besetzung, aber es interessiert niemanden. Die brauchen natürlich das meiste an Essen. Oh
um die Goldproduktion hier am Laufen zu halten. Die nicht funktioniert. Währenddessen baut sich unser Gegner hier gemütlich mit Militärgebäuden zu. So, 2-3 Stücke Gold würden mir schon echt weiterhelfen. Aber ich habe sie gerade nicht, denn da kann ich auch nichts dafür tun oder dagegen tun. Meine Festung wurde besetzt. Zeit, weitere Werkzeuge zu produzieren. Und dieses Gebiet hier abzusichern. Muss mein Gegner jetzt gleich irgendwie auf Abstand halten. So, komm. Wir brauchen Wodka, ganz viel. Oh, jetzt haben wir eine Festung verloren. Juhu. Noch mehr Kohle. Gebiet, wo man theoretisch fischen könnte. Ich hoffe, dass meine Steinproduktion hier ein wenig Senken seiner militärischen Ambitionen ermöglicht. Und nebenher baue ich mich einfach weiter hier aus. Guck, was passiert. So, lassen wir mal die Katapult weiterarbeiten. Oder das Katapult. Aufwertung geht hier langsam voran. Irgendwie kommt hier kein Holz an und es wird zu viel Holz überall gebraucht. Militärisch sind wir wahrscheinlich die Oberloser. Ja, es geht. Der Gelbe ist ganz übel, aber der Violette beunruhigt mich immer weiter. Wie ist es eine Goldmine, was der da versucht hinzubauen? Könnte einen Angriff versuchen in die Tiefe seiner wirtschaftlichen Macht. Aber er versucht einen Angriff auf mein tolles Gebäude. Okay, das dürfte einiges an sein Land schädigen. Oh, das ist ja sein Hauptquartier. Ist ja geil. Das ist natürlich cool zu wissen. Mal sehen, ob ich das Gebäude hier verliere. So kann man schon mal mit wenig Gold ordentlich Schaden anrichten. Ich glaube, den Rest besorgen einfach die Katapulte.
ist nur eine Erzmine, die er sich dahin gebaut hat. Zack. Und weg. Na, jetzt wurde das Goldstück verschwendet. Da noch keine Gegner. So, da kommt jetzt Nachschub. Schlecht, dann kann ich versuchen, mir den Nachschub hier einen Angriff zu machen. Auf sein Hauptquartier. Sehr gut. Und auf diese Art und Weise bin ich's los. Jetzt kann ich mich hier in aller Ruhe ausbreiten. Ohne dass mir ein Gegner auf die Nerven geht. Das ist eine feine Sache. Nummer 1 ist zerlegt. Kümmern wir uns mal um die weiteren drei, die übrig geblieben sind. Erstmal brauche ich halt mehr Landwirtschaft für das Ganze hier. Und dazu sind Bauernhöfe erforderlich, falls sie hier den nötigen Platz überhaupt finden. So, schauen wir mal, wie es hier weitergeht in diesem Drama. Ich bin wieder angegriffen. Ich konnte es halten, wow. Katapulte haben den Rest erledigt. Bauen wir uns mal weiter gemütlich aus. Ein bisschen Kohle. Hier gibt's gar nichts. Na, jetzt habe ich das Gebäude doch verloren. Schade. Das macht aber nichts. Denn Wodka aus Moskau ist die beste Lösung. Ja. Dazu muss ich irgendwie angreifen. Von mir aus dort. So, komm. Okay. Dann ist das Gebiet wiederum Halbgrenze. Gegnern fleißig Ausschau halten. Hier gibt's Eisen nochmal. Kohle und alles. Ja, ich habe ein falsches Gebäude gebaut. Hier oben. So. Nutzen wir mal den Platz zum Anbau von Zeug. Das verursacht auf jeden Fall höhere Produktivität bei unseren Bergwerken.
könnte mir hier einen Angriff erlauben von drei Leuten, um das Gebiet hier zu übernehmen. Nachrichten. Kein weiterer Fisch. Hier auch nicht. Der Tümpel scheint leer gefischt zu sein. Noch ein Gebäude besetzt. Machen wir wieder Steinchen. Mit Steinchen kann man hier echt viel erreichen und ein Lagerhaus. Dann gibt es hier nämlich mehr oder weniger bessere Anbindungen und weniger Versorgungsprobleme. So, wo es geht, Bauernhöfe, auch wenn die Positionen hier nicht so optimal sind. So, das hier brauche ich vor allem gar nicht. Da gibt es Kohle, da gibt es keine Ahnung was. Kohleberg. Ich finde es cool, wenn die KI immer noch spielt, obwohl sie besiegt ist. Bauen wir mal überall Baustellen, auch wenn das alles jetzt nicht irgendwie besetzt wird. Ist es mir egal. Ein paar Soldaten haben wir noch im Hauptquartier Gold gefunden. Muss dann das Gebiet hier hinten auch noch vergolden. Wenn der Werkzeugmacher mal was macht, dann soll der dieses Zeug nicht produzieren. Das kann so bleiben. Wasser, Gebäude eingenommen, der Gebäude besetzt, Gebäude an Feind. Ups. Ah, jetzt ist der Rote aufgetaucht. Und irgendwie keine Steine. Wahrscheinlich hier sind welche schon da. Du hast nichts mehr. Du hast nichts mehr. Mal einstellen, dass die Soldaten nicht aus den Häusern rausrennen. Das erspart uns Probleme bei Angriffen von Gegnern. So, machen wir noch ein bisschen Waffenproduktion. Straßenverbindung. Dürfte auch Platz sein. Dann bauen wir mal dieses kleine Ländchen ein bisschen aus hier. Oh nee, schon wieder die. Jetzt mal die gelben und die roten im Team. Soldaten, um das Problem hier zu lösen. Dann haben wir hier eine kleine stabile Grenze, ohne dass die uns wieder Probleme macht.
Okay, hier sind Haufen Truppen. Also hier ist ein gelber. Um eine Festung. Ja, und keine Fischhütte. Und noch ein paar Katapulte, wo es geht. Wir haben immer noch keine großartigen Vorräte an Holz. Das ist echt krank. Und da oben werden wir mal wieder angegriffen. So, weiter geht's hier. Der Brunnen liefert kein Wasser. Was soll das denn? Und wir werden schon wieder angegriffen von guten Soldaten. Oh nein! Ich frag mich, wo der Rote herkommt. So, im Nordpolarmeer versuchen wir es mal mit Fischerei. Hier mit Farmen. Hier könnte ich nochmal Holz produzieren, wenn es so schwer ist, an Holz ranzukommen. Okay, der Gegner rückt uns immer näher. Ich weiß nicht, wo jetzt das ganze Gold hingeht. Wahrscheinlich in so schwachsinnige Gebäude. Oder irgendwo hier. Da ist der Rote. Ach ja. Durch dieses Gebäude haben sie Land verloren. Und es kommt sofort ein Angriff. So schlau ist die KI in diesem Spiel. Und der hat das Gebäude gleich. Oh Mann. So kriegen wir natürlich keine Armee aufgebaut.
Und ein nächster Angriff. Was für eine Verschwendung. Das killt mich vor allem militärisch irgendwie langfristig. Das macht so keinen Sinn. Irgendwie produziert das Gold nicht. Ich bin ein bisschen in so einer Sackgasse hier geraten. Muss ich mal warten, bis ich eine Festung habe, die sich sinnvollerweise hier zum Angriff eignet. Das. Bisschen umdisponieren hier in den ganzen Chaos. Ein Goldbergwerk soll verbraucht sein. Wahrscheinlich das hier. Ja, vernichtet eure Einheiten weiter. Yippie. Okay, jetzt können wir beim Gelben wieder zurückschlagen. Ah! Okay, jetzt muss ich was gegen den Roten irgendwann mal machen hier. Echt schwierig hier überhaupt irgendwas zu machen, weil die Gegend so weitläufig ist und dann komme ich nicht genug an meine Gegner ran. Lagerhaus ist fertig. Yippie-yay. Habe ich etwa Land verloren? Also mir gefällt's überhaupt... Oh. Ist hier Vollgrenze geworden. Toll. Okay, da stand jetzt mein komisches Steinding. Das geht mir natürlich jetzt hier sehr auf die Nerven. Sogar ein bisschen geschafft aufzuräumen. Sein Lagerhaus geschrottet.
So, ich muss jetzt was gegen den Gelben machen. Das funktioniert hier so nicht. Die brauchen hier mehr Futter. Okay, hier ist, glaube ich, der Turm des Roten, von welchem die ganzen nervigen Angriffe hier ausgegangen sind. Machen wir mal hier einfach mal den fertig. So, gucken wir mal, was uns das Schönes erwartet beim Roten. Viele schöne Gebäude und ein weitläufiges Land. Meine Devise heißt jetzt in dem Fall natürlich maximaler Schaden. Leider muss ich mich hier mehreren Gegnern gleichzeitig widmen, was mir die Aufgabe nicht leicht macht. So. Angegriffen, Gebäude eingenommen, angegriffen, Land verloren. Das eigentliche Problem ist, dass ich den Gelben noch nichts angetan habe. Das muss ich hier dringend ändern. So. Keine Steine. Da mache ich einfach diesem Gebiet hier ein Ende. So, militärisch steigt der Gelbe weiter enorm. Das muss ich irgendwie unterbinden hier. Jetzt sind wir ein bisschen ins gelbe Land vorgerückt. Aber nur wenig. Jetzt werde ich halt überall angegriffen. Naja, versuchen wir es nochmal hier mit Wirtschaftsaufbau. Oh, brauch ein bisschen Ruhe. So. Ah, das sind Steinchen.
Wasser. Brauchen wir mehr Essensverarbeitung hier in dem ganzen tollen Land. Vielleicht ein Lagerhaus. Gucken wir mal, was die Berge hier hergeben. Boah, diese Dauerangriffe. Die Zeit, was gegen Gelben zu tun. Hat es geschafft. Aber wo? Ach, hier. Jetzt habe ich eine wichtige Verbindung gekappt. Das Ding ist ja auch mit Schrott besetzt. Naja, versuchen wir das Ganze hier irgendwie ein bisschen zu ordnen. Hier könnte man ja einen Angriff irgendwo dahin versuchen. Hier könnte ich gar nichts. So richtet sich der Rote gerade langsam, aber sicher zum Grund oder zugrunde. Okay. Wieder nicht gespeichert. Es ist so lange dauert, bis die Dinger hier alle nachbesetzt werden. Okay, hier ist sein Hauptquartier. Das müsste ich mal erledigen. Das ist natürlich zu hoch die Gefahr, dass ich hier die ganzen Soldaten verliere. Wäre auch wahrscheinlich so passiert. So, das Hauptquartier habe ich nicht gekriegt. Machen wir mal weiter.
Grenzen bewegen sich hin und her. Ich weiß nicht, was ich gegen den Gelben unternehmen soll. Ich hoffe, dass der bald unter Unterbesetzung leidet. Das kann, glaube ich, noch dauern. Also die Festung wäre gut. Ja, und jetzt kommt sofort ein Angriff. Katapult. Okay. Lassen wir mal das Spiel ein bisschen laufen. Sollen die hier mal ein bisschen Gold hinbringen? Sollte helfen. Natürlich, die werden auch mit Supersoldaten besetzt, die Dinger am Ende der Welt. So langsam würde ich gerne dieses Spiel beenden. In irgendeiner Art. So, die Gebäude stehen hier tatsächlich noch ein paar Minuten, ohne dass sie zerstört worden sind. Mal schauen, wozu das führt. Natürlich beste Besetzung für Schrottgebäude. Hauptquartier ist zu weit.
was jetzt passiert. Greife ich mal mit allem, was ich irgendwie herkriege. So. Gold gibt's hier. Ja, super. Mit allem, was ich herkriege. Natürlich, mit dem Besten vom Besten. Das ist irgendwie alles dumm. Bam. So, den gelben kann ich immer noch nicht aufhalten. Da bin ich zu schlecht für. Wir werden angegriffen. Beende mal die Goldlieferung für die ganzen Gammelhäuser hier. Versuch mal sinnvolle Häuser hier zu beliefern. Goldproduktion schwächelt. So, schauen wir mal, was passiert hier. Nichts Gutes. Ach, das macht alles so keinen Sinn. Dieses dumme Gebiet jemals halten. Mit so einem Schrott. Also ich komme hier ohne vernünftige Militärgebäude nicht klar. Dieses Gebiet halbwegs zu halten, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Tja, es ist wohl ein Belagerungskrieg, bis die Rohstoffe alle sind.
Das kann lange dauern. Sogar sehr lange. Ja, versuchen wir es doch mal zu Ende zu bringen. Irgendwie. Angriffe im Landesinneren. Gegen Supersoldaten. Seine Goldproduktion. So, ich brauche hier noch ein bisschen Holz. Landwirtschaftliche Produktion. Berge der Gegner scheinen ja leergeräumt zu sein. Boah, hat der viel Goldproduktion gehabt. So. Die gute alte Grenze steht immer noch da, wo sie mal stand. Ich greife auch so tief ein, wie es nur geht. Das verursacht wenigstens die Möglichkeit, seine Wirtschaft etwas zu schwächen. Okay, die Gebäude hat er sich alle wiedergeholt. Das ist natürlich hier eine nette Option. Alles mit Türmen befestigt. Gucken wir, ob hier irgendwas passiert. Nee. Und von 9. Jetzt hat's geklappt. Muss ich die hier neu aufwerten? Ach, ein Bergwerk ist tot. Da.
Steine. Okay, der Rote hat sich gut hochgearbeitet, muss ich sagen. Zeit, den einfach zu beseitigen. Komm. Mit so Truppen. Wow. Ihr seid alles Vögel hier. So läuft das. So, jetzt kann ich mir überlegen. Oh, der hat sich die ganzen Dinger zurückgeholt. Jetzt hatte ich die Truppen dazu, um das zu versuchen. Gut, erledigt. Muss ich irgendwas mit den Gelben noch machen. In Betracht der Zeit, dass mir die Bergwerke jetzt alle davon abrauschen. Zeit auch. Was mache ich bloß mit dem Geld jetzt? Ich könnte diese Gebäude hier abreißen. Denn sie haben kein Existenzrecht mehr. Braucht die Kräfte im Kampf gegen den Gelben. Könnte ein paar Gebäude abreißen, aber das bringt es ja auch nicht. So, was mache ich gegen den Gelben? Warten. Es zieht sich und zieht sich. Ich habe eine Idee.
vor mir dieses Gebirge und versuche hier das Zeug rauszuholen. Da scheint ja ein bisschen was noch da zu sein. Hier war auch irgendwo noch Gold. Hol mir das ganze Gebiet hier. Und gut ist. Dann baue ich hier irgendwo einen Katapult. Schieß das alles frei. Und noch so eine Verbindung hier. Und dann wird die Welt schon wieder anders aussehen. So. Diese Berge muss ich hier noch irgendwie bewirtschaften. Den brauche ich nicht mehr. Ja, Soldaten gibt es keine. Der Gelbe wächst ja wenigstens militärisch jetzt nicht mehr weiter. Schauen wir mal, was weiter passiert. Kohle gefunden. Oh Mann, ist das zäh, das Ganze hier. Rohstoffe gibt es an Mars. Der Rote hat ein Gebäude besetzt, oder wie? Ja. Wow, der ist echt hart im Nehmen. Wir können nichts mehr besetzen und auch nicht mehr wirklich was angreifen. Ich weiß auch nicht, wo sein Hauptquartier ist. Lassen wir es weiterlaufen. Rote wächst und gedeiht. Meine Bergwerke nicht. Und Steine dürfte ich auch demnächst keine mehr haben. Kann man noch Steine abbauen.
Ach, Soldaten existieren auch nicht mehr so viele wie in meinem Land. Die Verluste waren natürlich enorm hier. Kann ich jetzt nichts mehr dran ändern. Wird angegriffen auch noch. Die haben es echt dick hinter den Ohren, muss ich sagen. Wagen es noch anzugreifen. Ja, ja, ein Gebäude ist platt. Angegriffen, keine Fischbestände. Hier auch nicht mehr Steinchen. Und wir werden wieder angegriffen. Oder ist es nur noch der alte Angriff? Ich glaube, es ist der alte Angriff. Gebiete brauchen jetzt kein Gold mehr. Der Gelbe wächst wieder, glaube ich. Der greift uns schon wieder an. Woher kommen die ganzen schönen frischen Truppen? Ich weiß nicht, wo sein Hauptquartier sein könnte. Da ist es. Ich greife jetzt einfach mit allem, was ich habe, hier an. Dann reicht es mir gegen die Koreaner oder was das hier sind. Ah, super. Jetzt. Ich hab's geschafft. Es ist vorbei. Wir schauen uns mal die Karte hier an. Das waren die Chinesen, Koreaner. Weil die koreanische Halbinsel gibt's hier nicht. Das ist irgendwie Russland nur auch hier. Das Kamtschatka. Da ist nichts Interessantes. Und der Rote. Ja, trotz des Verlusts des Hauptquartiers eine funktionierende Wirtschaft erhalten. Übrig gelassen hier. Ja, und bei den Gelben habe ich echt unnötig viel Zeit verschwendet. Dass das irgendwas gebracht hat. Militärisch haben wir gesehen, dass der Rote sich noch berappelt hat. Bei mir haben nicht viele Soldaten überlebt. Ich habe unnötig viel Werkzeug produziert. Ja, das Spiel ist jetzt damit vorbei. Danke fürs Zuschauen.